So, jetzt stelle ich Ihnen die Herren nochmal vor, weil wir ja gerade, habe ich es jetzt mal genannt, aber da saßen Sie ja mit dem Rücken zu Ihnen. Hier neben mir ist Herr Liedtke, Vorsitzender des Bundesverbands des Elektrogroßhandels. Dann kommt Herr Dr. Dehn, das ist ganz leicht, weil er das mit Namen schreibt. Herr Dietz auch. Also Herr Dehn, Vorsitzender des ZVI, Fachverbands Elektroinstallationssysteme. Dann Fachverband Licht, vertreten durch Herrn Manfred Dietz. Dann kommt Herr Stefan Ehinger, Präsident des Handwerksverbands ZVEH und sozusagen der lokale, der Vertreter der Frankfurter Wirtschaft, wenn ich das so zusätzlich sagen darf, als Frankfurter Journalist. Ja, Herr Staatssekretär, Sie haben tatsächlich das Feld abgeschritten, in dem wir uns auch in dieser Diskussion bewegen wollen. Es gibt vieles zu sagen aus der Branche zur Wirtschaft, zum Wirtschaftsministerium sicherlich auch umgekehrt. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein in einen Punkt, der die Branche in hohem Maße bewegt. Das sind gar nicht so sehr die Transformation als solche. Es ist ja hier ohne weiteres eine Bereitschaft da, mit an einer Elektrifizierung der Wirtschaft zu arbeiten und auch daran, dass moderne Messmethoden reinkommen und all dies. Aber die Bürokratie wird beklagt, weil sie halt einen hohen zusätzlichen Aufwand für die Unternehmen bedeutet. Und ich würde sagen, sprechen wir einfach direkt über Bürokratie und ich würde einfach dass die vier Wirtschaftsvertreter nacheinander bitten, Herr Liebke, fangen Sie an. Was sind Dinge, die Sie jetzt im Rahmen von Lieferkettengesetz, von Nachhaltigkeit, von ESG tatsächlich belasten? Oder wo sagen Sie auch, da haben wir mit Belastung gerechnet, aber ist gar nicht so schlimm. Man kann ja auch Politik mal loben. Gut, also dann fange ich mit dem Loben einfach mal an. Ja? Das ist gut. Offensichtlich sind wir alle in der Lage, auch mit den bestehenden Regelungen ganz vernünftig Geschäfte zu machen, sowohl in den zurückliegenden Jahren und auch dieses Jahr. Verspricht ja durchaus nicht eine Katastrophe zu werden, sondern ganz im Gegenteil, es gibt ein bisschen Hoffnung. Und dann würde ich gerne zum Zweiten ausführen, dass wir nicht per se gegen jede Art von Regulierung und Dokumentierung ist. Es gibt viele Sachen, da würde ich sagen, jetzt einfach worthwhile. Ne? Ich möchte jetzt das Beispiel Lieferkettengesetz mal nehmen. Ich glaube, dass Sie hier im Umfeld der Bühne, auch wenn ich mir gerade hier in unsere mittelständischen Unternehmer in die Gesichter mal schaue, da ist keiner, der sich nicht vehement gegen Kinderarbeit wehren würde, der in der Folge auch wirklich bereit ist, ordentlich zu investieren, dass die Lieferketten sauber sind. Was nur dann keiner will, dass das mit einem Bürokratiemonster daherkommt, das unabsehbar ist. Und ich möchte einfach einen kleinen Punkt herausgreifen. Das ist das Thema Haftung, die sich daraus gestaltet. Also es ist für einen mittelständischen Unternehmer, wenn die Anforderungen zu weit gehen, extrem schwierig, Risiko zu verteilen. Also für welche Dinge hafte ich denn noch, sind die für mich mit vernünftigem Aufwand zu ermitteln. Also da geht es einfach darum, Maß und Mitte zu finden. Ja. Wo ist der Bürokratieaufwand jetzt speziell beim Elektrogroßhandel? Was müssen Sie mit dem Lieferkettengesetz dokumentieren, was Sie vorher nicht dokumentieren mussten? Also es ist für uns insoweit etwas einfacher, weil wir uns da in weiten Teilen auf die Dokumentation der Hersteller verlassen können. Und da ist eben auch die Frage, wie weit musst du dann selber noch nachfassen? Ne? Okay, das war das Erste aus Sicht des Handels. Dann, Herr, genau, ja, reichen Sie ruhig weiter. Wir haben immer nur für zwei ein Mikro. Sie werden sich das teilen, Herr Dr. Dehn. Elektroinstallationssysteme, auch Sie haben mit Bürokratie zu kämpfen, aber vielleicht haben auch Sie mal gemerkt, so schlimm ist es gar nicht. Ich bin jetzt der nach dem Loben dran ist, oder? Ja. Nur Lob war das bisher auch nicht. Also vielleicht zwei Aspekte an der Kette. Ein Thema dieser Messe ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit in die Branche zu bringen, vor allem Marktteilnehmer, die auch ein bisschen kleiner sind, Schaltanlagenbauer, Elektroinstallateure, du bist ja ein bisschen größerer, aufzuklären, dass das Thema Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Und Herr Marzina hat gesagt, das Gebäude hat 30%, wir alle was tun müssen. Da sind, glaube ich, alle dabei. Die Frage ist, wie man mit der Geschwindigkeit mithalten kann. Die Vorgaben aus Brüssel sind gut, aber die sind halt sehr hoch. Und da gibt es diese CSRD-Vorgaben und wenn man dann das erste Mal diesen Fragebogen bekommt, das sind schon viele Dinge, die du da erheben musst. Und da ist die Frage, sage ich jetzt, ich bin ein Nachhaltigkeitsfetischist, die Frage ist bloß, wer kann das alles in der Geschwindigkeit nachhalten? Und das Stichwort ist produktbezogener Umweltschutz, glaube ich, kennt jeder hier im Raum. Und da ist die Frage, ob man das so stark machen
muss, weil viele auf der Welt es nicht machen mussten, da vielleicht Verschonungsfristen haben. Also es beschäftigt auch unser Unternehmen, das jetzt zwar nicht mehr ganz klein ist, aber auch nicht ganz groß. Okay, das wollte ich. Vielen Dank mal fürs Erste, Herr Dietz. Sie vertreten den Fachverband Licht. Ich glaube gerade, Leuchten kommen in hohem Maße aus Fernost. Insofern ist die Frage Lieferketten besetzt. Darauf konzentriert es sich auch mal ein bisschen. Wie spielt sich das in Ihrer Branche wieder? Naja gut, erstmal ist zu sagen, sagen wir mal, nicht alles wird importiert. Also wir haben immer noch sehr, sehr gute, sagen wir mal, ja, Industrielandschaft auch im Lichtbereich ja hier in Deutschland, in Europa ja tätig. Und natürlich haben wir heute sehr viel aus Fernost importiert, das ist im dekorativen Bereich, eben für gewisse Kanäle, wo die Ware dann reingeht, wo eben oder sehr, sehr preiswerte Produkte dann reingeliefert werden und eben auch gekauft werden. Da ist eben auch so, wir als Hersteller haben ja uns im Lichtbereich ja die letzten Jahre komplett gewandelt. Wir kommen aus der klassischen, sagen wir mal, Leuchtstofflampentechnologie, früher noch Glühlampe, und sind heute alle Halbleiter getrieben. Das heißt, also, wir haben hier als Branche wirklich eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht. Und das wäre, sagen wir mal, ja ganz schön, wenn nicht doch eben auch die Bürokratiebelastung mit dazu gekommen wäre. Wir müssen, seitdem wir die LED-Leuchtmittel haben, also Datenbanken füllen, die, sagen wir mal, für den Endverbraucher gemacht werden. Aber kein Endverbraucher macht sich jetzt die Mühe, geht in eine Datenbank rein und setzt sich mit lichttechnischen Begriffen auseinander, die er nicht versteht. Also das ist im Prinzip Arbeit, die jede Firma macht, die ist wirklich für die Katz. Und das Nächste ist, wir haben ja alle möglichen Regulatorien, die wir als europäische Hersteller eigentlich alle einhalten. Nur das, was reinkommt an Ware, das wird nicht geprüft. Das heißt, wir haben heute über Amazon oder über andere, sagen wir mal, ja, Distributionskanäle Ware im Umlauf, wo kein Mensch danach schaut, ob die Produkte also überhaupt, sagen wir mal, CE-konform sind oder ob sie noch weiter irgendwo, sagen wir mal, ja, Prüfzeichen drauf haben. Und das bemängle ich eben auch an der Politik. Man macht alle möglichen Regeln, aber man sorgt eben nicht dafür, dass eben auch eine gewisse Marktüberwachung da stattfindet. Teilweise ist es auch schwierig. Wir füllen also eine April-Datenbank, da sind alle paar hunderttausend Leuchtmitteldaten drin. Wenn ich, sagen wir mal, so ein Leuchtmittel aber überprüfen wollte, dann muss ich im Prinzip nach einem Aufwand von mehreren tausend Stunden treiben über Alterung des Leuchtmittels und. Also das sind Dinge irgendwo niedergeschrieben, die eigentlich weit weg von jeder, sagen wir mal, Handhabbarkeit sind, und trotzdem müssen wir in die Daten füllen. Also wir als einmal kleiner Mittelständler haben mittlerweile zwei Leute, die nichts anderes machen, wie eben diese Datenbank befüllen. Und das trifft jeden. Und wir haben in der Branche sehr, sehr viele kleine Mittelständler, die alle damit getroffen sind. Also da macht uns, sagen wir mal, solche Themen eben das Leben extrem schwer. Und verteuert eben auch, sagen wir, unsere Produkte. Also wir haben da keine Chance irgendwo gegen den außereuropäischen Wettbewerb. Das ist tatsächlich die Frage. Herr Inger, das Handwerk und die Wirtschaftslage, wie ist es bei Ihnen? Klagen Sie auch über Bürokratie oder sagen Sie, bei uns ist im Moment seit vielen Jahren der Boden dermaßen golden, die paar Formulare füllen wir auch noch aus? Nee, bei uns ist alles super. Ne? nein, wir sind natürlich, wir könnten es uns jetzt erstmal einfach machen, weil bei vielen dieser Berichtspflichten, über die jetzt hier zu Recht gesprochen wurde, sind wir ja erstmal gar nicht direkt betroffen. Aber ich glaube, das hat mittlerweile auch jeder verstanden, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht, weil spätestens, wenn ich wieder für ein Unternehmen arbeite, was eine gewisse Größenordnung hat, bin ich doch wieder drinne. Haftung ist eben in dem Zusammenhang angesprochen worden. Wir verkaufen die Ridi-Leuchte oder den Überspannungsschutz von denen oder jedes andere tolle Produkt hier. Und am Ende, wenn das jetzt nicht sauber ist, wir müssen uns darauf verlassen, dass das passt, weil wir können es nicht prüfen. Wir haben übrigens auch gar keine Marktmacht, das zu prüfen. Also ich weiß immer nicht, wie wir das dokumentieren sollen. Aber wenn es nicht, sind wir ja erstmal Vertragspartner mit dem Kunden. Das heißt, wir sind diejenigen, die in die Haftung gehen. Und da kommt auch eine gewisse Frustration, glaube ich, aus vielen Ebenen dann her. Im Handwerk im Allgemeinen und ich glaube Elektrohandwerk im Besonderen hat für sich den Eigenanspruch, ohnehin sehr nachhaltig zu sein. Wir sind lokal am Arbeiten, wir reparieren Dinge, wir machen ganz viel und müssen das jetzt irgendwie beweisen. Und Philipp hat gesagt, jetzt sind wir auch nicht in meinem eigenen Unternehmen nicht ganz klein. Wir arbeiten viel für größere Unternehmen. Ich fülle gefühlt jede Woche 1 bis 2 solcher Selbstauskünfte aus. Und ich weiß immer nicht genau, wie ich beweisen soll, dass ich keine Kinderarbeit fördere. Also ich jage immer, mache ich nicht. Aber dann kommt immer der nächste Punkt, dann sagen sie uns, wie sie das verhindern. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf antworten soll, ehrlich gesagt. Ich
schreibt irgendwas rein und damit ist auch gut. Das ist aber ja nicht die Lösung des Ganzen. Wir beschäftigen damit Fachkräfte, im Zweifel momentan mich selber. Und jetzt ist mir nicht langweilig in meinem unternehmerischen Alltag. Insofern glaube ich, müssten wir hier andere und sauberere Wege finden, das zu dokumentieren und auch ein Stück weit Vertrauen in den Markt wieder reinzubringen. Ich glaube, du hast es eben gesagt, alle, wie wir hier sitzen, haben doch gar kein Interesse daran, irgendeinen Schindluder zu treiben, sondern wir müssen mehr auch den Unternehmen und den Unternehmern vertrauen, auch wieder sauber und ordentlich zu arbeiten. Und die schwarzen Schafe, die es auch gibt, müssen wir auch konsequent zur Rechenschaft ziehen und bestrafen. Aber es ist nicht der Standard. Und man bestellt uns das manchmal, das wäre so. Zumindest kommt es bei uns manchmal so an. So, Herr Staatsrat, jetzt haben Sie die volle Packung, die Kritik der Wirtschaft, die sagt, wir sind in den Zielen durchaus konform mit der Politik. Auch wir wollen, dass die Wirtschaft transformiert wird auf ein CO2-sparsameres oder irgendwann auch neutrales Niveau. Dies ist eine Branche, die tatsächlich bei diesem Wandel ganz vorne dran ist. Ohne diese Branche geht es nicht. Und ganz im Gegenteil, diese Branche profitiert ja sogar von so einem Wandel. Es ist also auch, da deckt sich das politische und das ökonomische Interesse. Eigentlich sollte es ideal sein. Trotzdem kommt aus dieser Branche nicht nur, aber jetzt reden wir mal über die Elektroindustrie, diese Kritik an einer massiven Überlastung mit Bürokratie. Das kann man abhaken als Unternehmer klagen immer, aber der Druck hat ja wirklich zugenommen in massiver Weise. Insofern sollte man es eigentlich nicht so abhaken. Ja, man muss, glaube ich, einmal den globalen Rahmen sehen. Ne? Wir haben ja in dem Jahr, als das Paris Agreement, das Pariser Klima abgeschlossen wurde, wurden ja auch in demselben Jahr Sustainable Development Goals auf internationaler Ebene beschlossen, auch einstimmig auf den Weg gebracht. Das ist diese sogenannte Sorgfaltspflicht. Und das deutsche Lieferkettengesetz setzt da auf. Die europäische Richtlinie hätte da auch aufgesetzt, kommt jetzt aber erstmal nicht, weil es dort keine Mehrheit gab. Hätte aber für die deutschen Unternehmen im europäischen Wettbewerb natürlich ein Level Playing Field geschaffen. Dadurch, dass das jetzt nicht kommt, gibt es hier in Deutschland zwar Anforderungen, aber im europäischen Ausland nicht. Wobei die jetzt für Unternehmen ab 1000 Beschäftigten erstmal nur gelten. Das ist also nicht jeder Mittelständler sind in der Regel nicht von betroffen. Aber man muss sich auch klar machen, dass die Betroffenheit auch in eine ganz andere Ecke kommen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn man den PV-Markt mit Photovoltaikmodulen sich anguckt, die Amerikaner haben die Einfuhr von Photovoltaikmodulen beschränkt, die aus der Uiguren-Region in China kommen und wo der Verdacht besteht, dass die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden. Das hat dazu geführt, dass der europäische Markt plötzlich mit Modulen überschwemmt wurde, die eigentlich für den amerikanischen Markt gedacht wurden. Im Moment ist der Preis für Solarmodule in Europa weniger als die Hälfte. So, darunter leidet im Moment massiv die Industrie, die hier in Europa Module fertigt. Also auch um diese, auch Wechselwirkungen mit anderen globalen Akteuren können dazu führen, dass unsere Unternehmen in Deutschland oder in Europa geschädigt werden. Das heißt, wir müssen uns mit dem Thema weiter auseinandersetzen. Wir haben im Interesse, wir haben im BMWK den sogenannten Praxischeck aufgelegt. Wir wollen von den Unternehmen wissen, was funktioniert nicht, wo geht es einfacher, wo ist Doppelarbeit, wo werden Fragen gestellt, die man gar nicht beantworten kann. So, da sind wir ganz aktiv daran interessiert, Branche für Branche uns anzugucken, wo kann man entbürokratisieren, wo kann man Dinge einfacher machen. Aber grundsätzlich sagen Sie schon, die Politik will dieses Lieferkettengesetz, erstmal das deutsche, das gibt es schon und nach Wunsch zumindest der Bund, Ihrer Partei auch das europäische Lieferkettengesetz. Und die Bürokratie müssen die Unternehmen eben aushalten. Wie soll ich sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist nur eine Nachfrage. Nein, das heißt ja nicht, jede Regel heißt ja nicht automatisch, dass sie bürokratisch wird. Wenn Sie zum Beispiel zur Bank gehen, wir haben jetzt keine europäische Lieferkettenrichtlinie. Wenn aber ein Unternehmen zur Bank geht, dann fragt sie heute der Banker, wie ist denn Ihr Scope 1? Emissionsfaktor, wie ist Ihr Scope 2 Emissionsfaktor, wie ist Ihr Scope 3 Emissionsfaktor,
Wenn die Werte schlecht sind, sagt Ihr Banker eventuell, oh, da müssen wir einen höheren Zins zahlen. Oder er sagt, Sie kriegen gar keinen Zins mehr. Also der Druck kommt aus ganz unterschiedlichen Ecken. Über die Regulierung, die entstanden ist nach der Finanzkrise 2008, wo man gesagt hat, wenn die Banken Kredite geben, dann müssen die Banken auch wissen, ob das Geld da sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurückgezahlt wird oder nicht. Wir haben die Sorgfaltspflicht auf globaler Ebene, aber wir haben hohes Interesse daran, die Spreu vom Weizen zu trennen und mit diesen Regeln nicht einen Boost an Bürokratie zu verursachen, die Unternehmen an einer anderen Stelle in die Knie zwingen. Eine Frage noch, was meinen Sie mit Spreu vom Weizen trennen? Naja, man kann Regeln einfach machen, man kann Regeln auch kompliziert und bürokratisch machen. Das gibt ja immer verschiedene Wege, die da nach Rom führen. Das ist gut. Ja, Herr Ding. Ich wollte nochmal versuchen, für die Zuhörer nicht zu tief ins Lieferketten-Sorgfaltsgesetz reinzugehen, sondern eine Ebene nach oben. Ich habe mir vor der Messe überlegt, was ich da erreichen will auf der Messe, nicht als den, sondern als Vorreiter, Mitstreiter für die Elektrobranche, sind zwei Sachen. Einerseits dem Elektrohandwerk sagen, dass sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen dürfen, sollen, müssen, weil das was Gutes ist und auf uns zukommt. Das Zweite ist, auch der Politik, und in dem Fall möchte ich auch sagen, sie sitzen hier 4-1, das ist irgendwie blöd. Ja? Also wir machen hier kein Politiker-Bashing, aber wenn wir mal die Ebene der Lieferketten-Sorgfaltsgesetz höher gehen, hier sitzen, glaube ich, 4 Mitstreiter, die, Herr Manzina sagt, wir sind eine Vorreiterbranche in Deutschland, wir sind dabei, unser paar Key-Branchen in Deutschland zu zerschießen, will gar nicht darauf eingehen, wir sind doch hier in Deutschland. Und wir haben auch alle wirklich Bock drauf, Stefan mit seinen Handwerkern. Wenn er es ein bisschen einfacher hätte, könntest du 2 Baustellen machen statt einer. Und ich glaube, das ist die Message ein bisschen, es ist hier ein bisschen Lieferkettengesetz. Sie haben das vorhin mit der Bedienungsanleitung gesagt. Also ich schaue mir nur noch YouTube-Videos an, wenn ich irgendwas zusammenbaue, weil die Bedienungsanleitung muss man als Hersteller haben, weil da gibt es ein Gesetz. Also wir haben an so einem Showcase so einen Papierkorb, Johannes weiß das, wo wir die Bedienungsanleitungen drin haben. Wollte uns gestern eine fleißige Reinigungskraft wegschmeißen, aber der ist wirklich zum Symbolisieren, dass es den Schrott echt noch braucht. Also, wir würden es einstellen, weil sie vorhin in die Steilvorlage gebracht haben. Wenn wir da überall an einer gewissen Stelle ein bisschen abspecken würden, natürlich muss man ein bisschen ins Risiko gehen, müssen wir, glaube ich, alle, dann könnten wir echt was draus machen. Und das, was wir hier tun, was wir in den Hallen zeigen, ist ja auch ein Exportschlager. Also von der Hinsicht, das ist ein bisschen das, glaube ich, was wir auch ein bisschen ausstrahlen sollten. Wir haben so tolle Lösungen, dürfen uns die aber auch nicht irgendwie schlecht reden. Ich würde immer dafür raten, mischen Sie sich in diese Prozesse möglichst früh ein, auch als Verband, als ZVI. Jedes Gesetz entsteht in der Regel, indem 2 Anhörungen gemacht werden. Einmal der Referentenentwurf, das ist noch eine Rohfassung, da werden alle entscheidenden Verbände gefragt, macht das Gesetz Sinn? Funktioniert das so? Lässt sich das in der Praxis umsetzen? Das ist der erste Punkt, wo man intervenieren muss, wenn man das Gefühl hat, es ist zu bürokratisch, das funktioniert nicht. Der zweite Aufschlag ist, wenn der Bundestag das Gesetz berät, dann gibt es in der Regel nochmal diese Verbändeanhörung. Und dazwischen haben Sie immer die Möglichkeit, an Ihre Abgeordneten direkt heranzutreten, zu sagen, Leute, überlegt euch das nochmal, geht das auch so oder könnt ihr das auch so machen? Das sind ganz wichtige Prozesse. Das ist das Wesen unserer demokratischen Grundordnung, dass man über diese Dinge spricht. Und auch Gesetze, die 10 Jahre alt sind oder 15 Jahre alt sind, kann man nochmal überprüfen. Wir haben jetzt, das Kabinett hat zusammen mit dem französischen Kabinett sich verabredet, auch europäische Rechtsprechung und Gesetzgebung nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, wo muss man eventuell an Gesetzen, die schon älter sind, nochmal was machen oder wo kann man die so gestalten für die Zukunft, wenn eine Novelle ansteht, dass unnötige Bürokratie vermieden wird. Da haben wir ein explizites Interesse drin und mein Minister hat das ganz oben auf der Tagesordnung. Wenn das eine Einladung war, dann machen wir da mit, oder? Okay. Gleicher Dienst, aber ein Satz zwischendurch erlauben.
Herr Dehn hat gerade auf den digitalen Produktpass hingewiesen. Da gibt es einen Showcase, sagt man heutzutage. Wenn Sie nach der Veranstaltung bleiben, Sie sitzen, es läuft nicht weg, an der Rückseite dieser Wand da gucken, da ist das, können Sie genau sehen, für zahlreiche Elektroprodukte, wie viel CO2 in die Produktion geflossen ist. Damit kann man dann ja auch versuchen, es zu reduzieren. Ich habe mir das vorhin angeguckt, das ist eine sehr sinnvolle Sache, so scheint es mir als Laie jedenfalls, aber bleiben Sie an Ihren Platz, hinterher ist das auch noch da. So, jetzt Herr Dietz. Ja gut, ich möchte da in dem Fall mal auf den Lichtbereich kommen und Gesetzgebung. Es kommt ja nicht alles aus Deutschland. Es entsteht ja schon teilweise früher in Brüssel. Und wir im Lichtbereich haben also mit dem ZVI den deutschen Fachverband und sind dann aber auch noch als europäische Lichtindustrie in Lighting Europe da zusammengeschlossen und sitzen auch dort in Brüssel, also relativ nahe an der Politik dran. Wir versuchen, wenn wir also hören, es gibt neue Gesetzgebung, mit den Leuten in Brüssel auch zu reden. Das Problem ist, oftmals werden Consultants genommen, die von der Materie keinerlei Ahnung haben, die dann irgendwelche Regularien schreiben, die werden in Gesetzesform gebracht, die Industrie wird dann kurz vor Verabschiedung dann angehört, wir müssen innerhalb recht kurzer Zeit dann Stellungsnahmen abgeben und das ist oftmals unmöglich. Wir haben dann oder sitzen dann nicht da und warten noch zu, bis irgendwo wir, sagen wir mal, Gesetzestexte, die eh keiner lesen kann, ja, sagen wir mal, versteht. Also da möchte ich schon sagen, eben appellieren, dass man dann wirklich, sagen wir mal, Fachleute heranzieht, die ein bisschen Ahnung von der Materie haben, dann eben nicht irgendwo aus komplett anderen Bereichen kommen und dann eben auch genügend Zeit gibt, um eben über solche Dinge dann zu beraten. Also das erlebt man immer wieder und manchmal gelingt es einem. Einen gewissen Einfluss zu nehmen. Manche Dinge laufen durch und man fragt sich am Ende wirklich, was ist denn da eigentlich passiert? Und das also wirklich mit schöner Regelmäßigkeit. Herr Eger, Sie hat sich gemeldet. Ja, ich möchte noch ergänzen, also Sie haben vollkommen recht, das ist auch Kernaufgabe von Verbänden, sich in solche Prozesse mit einzumischen und ich glaube, das tun wir auch. Jetzt sitzen Sie als einziger Vertreter der Politik hier und nur für Ihr Ministerium. Es ist aber auch nicht nur Ihr Ministerium, die Gesetzesentwürfe rausbringen, die für uns relevant sind. Das heißt, die Menge ist ein Problem, es ist wenig zu schaffen. Und wenn wir uns einmischen und reden, kann ich jetzt für uns sprechen, haben wir nicht immer, aber doch leider häufig das Gefühl, dass man uns zwar pflichthalber anhört, aber nicht so richtig auf das eingeht, was wir so tun. Das frustriert dann auch manchmal, insbesondere wenn es wirklich unsere Lebenswirklichkeit betrifft. Und da würde ich mir umgekehrt von der Politik auch manchmal wünschen, dass sie, das unterstreicht das, was Herr Dietz gerade gesagt hat, auch wirklich die Praktiker, dass man auf die nochmal stärker hört, die es auch alltäglich betrifft. Das nehme ich zumindest so leider nicht immer wahr. Es gibt gute Beispiele, aber die schlechten überwiegen manchmal gefühlt dabei. Und das ärgert dann und frustriert natürlich auch ein bisschen. Wie gesagt, A, aber die Menge, die dahinter steht und B, dann auch mal mit Praktikern ernsthaft drüber reden und mal das wahrnehmen, was sie sagen. Weil ich glaube, wir wissen auch schon ganz gut, wie man Dinge machen kann. Umgekehrt kann ich sozusagen dann das Angebot auch zurückspielen. Wir sind keine Verhinderer in den Verbänden. Wir haben auch durchaus konstruktive Ideen und wollen auch gerne daran mitarbeiten. Aber dann wollen wir das auch auf Augenhöhe tun. Und das passiert leider nicht immer. Das geht jetzt gar nicht persönlich gegen Ihr Ministerium oder Sie, sondern das ist ein Breitenthema. Sie sind jetzt nun mal der Einzige von der Politik, der hier sitzt. Vielleicht können Sie es mal in die Kabinettsarbeit mitnehmen an der Stelle. Vertiefen. Die Bürokratie wird politisch gemacht, aber sie ist ja auch unser ständiger Begleiter und auch in irgendeiner Form, vielleicht etwas mehr, etwas weniger, wird sie ja fortbestehen. Wie digital ist denn Bürokratie? Ist es denn so, dass das, also wir reden über die Digitalisierung der Wirtschaft in ihrer Totalität, wie digital ist denn der Staat selbst? Sie machen Erfahrungen, Sie entwickeln Gesetze. Kann man denn zumindest, wenn Anforderungen auf Unternehmen neu zukommen, diese in einer modernen Form dann von den Unternehmen abfordern? Also ich komme nochmal zurück auf diesen digitalen Produktpass, der dann halt in technisch moderner Art und Weise zeigt, wo Umweltbelastungen bei dem Verlegen von Kabeln, Installieren von Schaltern und deren Herstellung entstanden sind. Wie weit ist es da? Die Frage ist als Außenstehender, ich bin ja nur dran. Wir haben da sehr unterschiedliche Bereiche. Wenn man Estland anguckt, ja, da haben sie eine sehr tiefe Durchdringung öffentlicher Infrastruktur mit digitalen Prozessen. Da haben sie als Bürgerin oder Bürger einen
Platz in der Cloud, wo Sie alle Dokumente haben, die Sie irgendwie in Ihrem Leben mit dem Staat austauschen, ob das eine Heiratsurkunde ist oder ein Antrag für einen Kita-Platz oder Steuererklärung. Sie haben da einen gesicherten Zugang. Bei uns ist das auf viele, viele Behörden verteilt, aus historischen Gründen. Und da wird zum Beispiel über das Online-Zugangsgesetz ja seit Jahren dran gearbeitet, dass man als Unternehmen, als Bürgerin diese Dienstleistung digital in Anspruch nehmen kann. Klappt bislang eher schlecht. Deswegen haben wir jetzt dieses Online-Zugangsgesetz nochmal novelliert, um das zu beschleunigen. Bislang sind die Ziele, die da in der Vergangenheit gesetzt wurden, alle nicht erreicht worden. Genauso bei dem Thema Smart Meter. Der Kollege aus Luxemburg erzählt stolz, wir haben jetzt 99% unserer Bevölkerung mit einem Smart Meter ausgestattet. In Deutschland haben wir irgendwie im einstelligen Prozentbereich mittlerweile, niedrigen einstelligen Prozentbereich. So, das heißt, an vielen Stellen haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Wir wissen alle, wie praktisch eine gute digitalisierte Plattform sein kann, wenn ich eine Reise buche oder, ne, oder was weiß ich, ein Buch kaufe oder ganz viele verschiedene Prozesse. Sowas wird sicher auch für den ganzen Sektor, für Ihre Branche von großer Bedeutung sein, hier gute Schnittstellen zu bilden. Aber der Staat hat den Anspruch auch. Wir müssen viel besser werden bei der Digitalisierung. Schon allein bei Fachkräftemangel ein zentrales Thema nicht nur heute ist, sondern bleiben wird, weil die starken Jahrgänge jetzt alle in Ruhestand gehen. Das heißt, auch weil wir zukünftig weniger Fachkräfte haben, müssen wir Prozesse stärker digitalisieren. Herr Inger und dann Herr Dick, tatsächlich 60% der Handwerker haben offene Stellen im Moment in Deutschland. So habe ich auf offene Stellen und das sind, wie Sie richtig sagen, natürlich dann die Fachkräfte, die sowas bearbeiten. Ich würde gerne mal ein Praxisbeispiel dazu bringen. Etwas, was viele Betriebe draußen tun, Baupreisindex. Wir bekommen alle Vierteljahr vom Statistischen Landesamt so eine schöne Liste, wo dann drin steht, wo dann irgendwelche Elektroleistungen beschrieben sind, die wir bepreisen sollen, damit wir daraus eben einen Baupreisindex bilden können. Wir haben auch gelernt, wie wichtig dieser Baupreisindex ist. Es ist eine wichtige Funktion, ich will das gar nicht kleinreden. Aber was bekommen wir? Ich bekomme eine Papierliste, da stehen dann meine handschriftlichen Eintragungen vom letzten Mal drin, da schreiben wir unsere Preise unten drunter. Seit ein paar Jahren kann man das auch digital und online machen. Das heißt aber, ich muss mich dann über einen relativ komplizierten Prozess online anmelden und authentifizieren. Dann tippe ich da halt manuell meine Zahlen ein. Also dann kann ich es schneller per Hand geschrieben, ehrlich gesagt. Wir haben digitale Schnittstellen für Projekte. Also wir kalkulieren ja auch jeden Tag viele Dinge. Die sind aus den 80er, 90er Jahren, sowas wie GAP zum Beispiel, kennen die meisten hier wahrscheinlich. Das ist eine uralte Schnittstelle. Die versuchen wir gerade abzulösen, um genau zu sein. Aber sie ist da. Warum kriege ich so etwas nicht einfach als GAP-Datei? Dann drücke ich nämlich in meiner EDV auf den Knopf, habe eine neue Kalkulation, spiele das zurück, es ist sofort da. Das ist, würde für alle Seiten, auch auf der Statistischen Landesamtsseite, eine Riesenerleichterung darstellen, aber sowas tun wir nicht. Also das ist jetzt keine neue Erfindung. Das ist nochmal, diese Schnittstelle ist 30 Jahre alt, sie ist etabliert im Markt, die spricht jeder, aber leider mein Staat nicht. Wir sind jetzt gerade dabei, zweites Beispiel noch ganz kurz, aber an dieser, kommt aus Brüssel allerdings, an dieser freiwilligen Berichterstattung ESG zu arbeiten. Da soll ja eine Richtlinie entstehen, wie freiwillige ESG-Berichterstattung ausschauen könnte für kleinere Betriebe, um sich quasi zu zertifizieren. Das ist ein Papierprozess, der aus Brüssel kommt. Wir haben jetzt in Deutschland, die Handwerkskammer, das ZDH in Deutschland, hat jetzt eine EDV dazu geschrieben, damit wir in der Lage sind, das zu bedienen, weil das ansonsten ein Papierprozess ist. Das heißt, sowohl bei bestehenden Dingen, wo man leicht hätte nachsteuern können, passiert es leider nicht. Ebenso bei neuen Prozessen. Wenn ich schon über neue bürokratische Prozesse rede, muss ich die doch von Anfang an digital denken und nicht irgendwas in ein Stück Papier gießen. Und das ist was glaube ich, helfen würde und wo man, wie ich eben schon gesagt habe, wenn man gemeinschaftlich darüber spricht, glaube ich, auch gute Lösungen findet. Aber dazu müssen wir miteinander ins Gespräch kommen, wie heute zum Beispiel. Herr Inger, Herr Dehn und dann Herr Dieter. Vielleicht zwei Aspekte noch dazu, weil wir hier können die Welt jetzt nicht retten und auch Sie allein können es nicht, weil wir leben in einem schönen demokratischen, föderativen Land und da gehört die Demokratie halt dazu, die verlangsamt manchmal was. Was, glaube ich, auch gut wäre, wenn die Politik, die Amtierende, auch einmal ein Signal einfach an uns Unternehmer ausstrahlen würde, dass wir noch wichtig sind in dem Land.
Also dass wir dazu beitragen, dass es Arbeitsplätze gibt. Ob das das Lieferkettengesetz ist, aber manchmal hat man so einen Eindruck, uns wird das Leben schwer gemacht. Sie können es nicht alles lösen. Aber manchmal ist die Geste, dass ein, vielleicht der Robert Habeck immer sagt, hey, ihr seid trotzdem wichtig, wird schon was helfen. Weil dann, glaube ich, hätten auch alle Bock zu investieren. Stefan hat es gesagt. BCG sagt, 50% der Tätigkeiten am Bau und am Baunebengewerbe ist Verschwendung. Also man kann mit Digitalisierung noch so viel tun, aber man braucht sehr viel Mut. Stefan, in deiner Branche hat keiner mehr Bock, einen Handwerksbetrieb weiterzuführen. Und ich glaube, also allein vorne fängt es oft mal an, mit der Signalwirkung zu sagen, hey, ist doch cool in unserem Land, ich will nur was schaffen, aber vielleicht auch mehr als... Ja, du bist jetzt außen vor. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist schon was, was wir, das können wir schon ausstreuen. Und nicht hier Mundwinkel nach unten, das hatten wir ein paar Jahre, jetzt wieder nach oben. Ja, vielen Dank, Herr Liedke. Herr Wenzel, ich möchte Ihnen nochmal ein bisschen Mut machen, dass Sie also nicht nur electrified, sondern auch energized dann hier von der Messe gehen. Ich würde aber den Ball, den Sie kurz aufgenommen hatten, zu Estland nochmal aufnehmen. Das gehört zufällig mit zu meinem Bereich in dem Unternehmen, in dem ich arbeite und habe da auch große Freude, die Digitalisierung zu sehen. Und insbesondere Digital Meter halte ich für ein wichtiges Stichwort. Ja. Und uns ist allen klar, wenn wir irgendwann mal an dynamisches Lastmanagement und ähnliche Dinge herantreten wollen, was ja im Rahmen der Energiewende auch extrem wichtig ist, ja, ist das eine ziemlich große Lücke, die wir dort noch zufahren müssen. Und ich beneide Sie um diese Aufgabe nicht, weil ich insbesondere natürlich auch dann denke, was hängt da an Datenschutz drin, in welche Diskussionen mit irgendwelchen Populisten, die Ihnen dann noch im Rücken hängen, kommen Sie da rein. Also vor der Diskussion graut es mich wirklich ein bisschen. Und da möchte ich Ihnen gerne Mut machen und Ihnen auch sagen, dass wir Sie als Elektroindustrie auch gerne unterstützen bei der Meinungsbildung in diesen Dingen. Also das ist ein wichtiges Zeichen. Das zweite, das ich gern setzen würde, weil wir es vorhin von Bürokratieabbau hatten, weil wir überlegt haben, Digitalisierung, was ist da notwendig? Was, glaube ich, extrem hilft, wenn es der Politik gelingen würde, und ich ahne, welche Hürden sie da überspringen müssen, mehr zu fokussieren, also sich zu überlegen, Mensch, welche drei großen Dinge zahlen denn wirklich auf den Umbau ein, den wir vorhaben. Und dieses Digital Metering, Lastmanagement ist, glaube ich, ein großes. Die ganzen Förderkulissen, die mir zum Thema Bürokratieabbau einfallen, würde ich in weiten Teilen sagen, Mensch, wenn wir uns darauf einigen, dass wir den Grundpreis der Elektrizität, des Stroms einigermaßen vernünftig managen, dann können wir uns die ganzen Förderungen für Wallboxen, für Wärmepumpen uns eigentlich schenken. Was kriegen wir dafür einen Fokus auf die Dinge? Und ich meine das nicht defetistisch. Also wenn ich mir die Förderung, die zuletzt genannten, anlangt, als Handel weiß man, wenn so eine Förderung kommt, dann führt das erst in eine Allokation, sprich das Zeug ist nicht da. Der nächste Punkt ist, die Förderung geht zu Ende, es geht in einen Überbestand. Du machst es mit den Handzeichen mit. Also kommt wirklich nicht wirklich Sinnvolles und vor allem nichts Nachhaltiges dabei raus. Wir haben jetzt viel über Bürokratie und über Wünsche an die Politik gesprochen. Das ist, denke ich, legitim in diesem Forum. Aber tatsächlich ist es ja so, dass sich die Legislaturperiode so langsam schon wieder dem Ende zuneigt. Im Herbst nächsten Jahres, in anderthalb Jahren, haben wir Wahl. Die letzten Monate geschieht da nicht mehr viel. Sie sind enger Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministers. Sagen Sie mal, was ist denn aus dem Ministerium jetzt noch so in dem letzten Drittel der Legislaturperiode zu erwarten? Woran sitzt die Politik im Moment? Das ist ja für die alle, die hier stehen und sitzen, ganz zentrales Haus, dem Sie als parlamentarische Staatssekretärin angehören. Ja, herzlichen Dank, Herr Köhler, für die Frage. Die erste Hälfte der Legislatur ist um. Viele Gesetzesprozesse sind schon in Kraft, aber angefangen bei der Kraftwerkstrategie bis hin zum Strommarktdesign, um nur zwei zu nennen, die noch große Wirkung entfalten werden, auch gerade für Ihre Branche, kommen noch einige Gesetzesvorhaben, kommen auch auf europäischer Ebene noch einige Dinge, die wir begleiten werden. Gucken wir jetzt aber auch schon
was für Aufgaben wird möglicherweise die künftige Kommission nach der Europawahl anpacken, die ja in diesem Jahr ist, also frühzeitig auch deutsche Interessen, deutsche Ideen, deutsche Vorschläge dort einzuspeisen, um für eine künftige Kommission Eckpfeiler setzen zu können. Das spielt zum Beispiel auch eine wichtige Rolle. Und insofern ist, sag mal, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus keine Sekunde da, wo man den Griffel an der Seite legen kann, sondern im Gegenteil, da wird eigentlich immer bis an den Rand der Möglichkeiten gearbeitet. Ich will an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen, Herr Dehn, wir brauchen die Unternehmer. Ich selber war 22, haben wir zusammengerechnet, 22 Jahre auch selber unternehmerisch tätig, immer mit kleinen Betrieben, aber immer viel gelernt dabei. Wir brauchen unternehmerisches Handeln, weil es in der Regel sehr kreativ ist, weil es in der Regel in der Lage ist, Effizienzen, Handeln effizient zu gestalten in einer Marktwirtschaft für unsere. Ich sehe unsere Rolle immer dabei, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, so dass Business Case, dass Geschäftsmodelle entstehen und ich nicht für jedes unternehmerische Handeln einen Antrag ausfüllen muss, sondern ne, wie zum Beispiel der CO2-Preis, der einen Rahmen schafft, in dem dann jede und jeder selber ausrechnen kann, wann macht es Sinn zu investieren und wann wird sich das rentieren. Das ist aus meiner Sicht, sag ich mal, immer der bessere Weg, den Rahmen richtig zu setzen und nicht jede einzelne unternehmerische Handlung irgendwie mit einem Förderantrag zu unterstützen. Also. Wie blickt man eigentlich aus dem Bundeswirtschaftsministerium auf die Arbeit der EU-Kommission? Ist das etwas, wo man schon ein gleichgerichtetes Handeln feststellt? Oder ist das etwas, wo auch Sie sagen, aus Sicht des Ministeriums, die fahren uns in die Parade oder die wollen was ganz anderes, da bewegen sich die Züge in verschiedene Richtungen. Wie ist da die Binnensicht zwischen diesen zwischen der Bundesregierung auf der einen Seite und der Europäischen Kommission auf der anderen Seite und überhaupt der europäischen Institution? Also man muss sich das heute als eine sehr intensive Zusammenarbeit vorstellen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen praktisch täglich auch im Austausch sind, um praktische Lösungen zu finden im Rahmen bestehender Richtlinien und Gesetze oder um auf künftige Entwicklungen Einfluss zu nehmen. Ganz viel auch der Dialog mit unseren Partnerländern. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine waren die extrem wichtig, die Zusammenarbeit über die Grenzen beim Gastransport, beim Stromtransport, bei der ganzen Infrastruktur, beim Ausbau der Wasserwirtschaft. Wir sind meines Erachtens, das müssen wir uns klar machen, wir sind eine große Volkswirtschaft. Aber wenn man sich die Kräfte im globalen Rahmen anguckt, dann wird die Bundesrepublik nur bestehen, wenn wir eng und sehr partnerschaftlich mit unseren europäischen Nachbarn und auch mit den G20 und G7-Staaten zusammenarbeiten. Das brauchen wir auch, um Normen zu setzen, um Standards zu setzen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo die Wirtschaft eine extrem wichtige Rolle spielt. Die ISO-Normen, die DIN-Normen, da haben Sie in der Regel das Know-how über die Frage, wie man es macht. Das ist ja ganz stark auch durch Unternehmen getrieben. Wir haben Interesse, europäische Standards zu setzen für Wasserstoff, für Steelmaking, für neue Leitmärkte. Wir wollen nicht hinterher chinesische Gebrauchsanweisungen lesen müssen, um zu wissen, wie wir unsere Produkte standardisieren wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ganz wichtiges Zukunftsthema. Dann nehmen wir das mal als Schlusswort. Wir haben wirklich angefangen, da wollen wir auch wirklich enden. Das ist die Leistung, die wir für Ihren dicht gepackten Messetag erbringen können. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie so angeregt diskutiert haben. Ich danke Ihnen, dass Sie offenbar sehr interessiert zugehört haben. Herr Staatssekretär will sich die Messe noch anschauen. Folgen Sie dem Beispiel der Politik und schauen Sie sich auch noch die Messe an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.